freie Fernsehsender FS1 und RippelTV präsentieren auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. So, liebe Leute, auf Okidok Musik aus, denn jetzt dürfen wir Lars Kühne hören, was er uns so mitteilt, Obergesang und seine Worte. Ich bin ganz gespannt und ich überreiche jetzt an Ki natürlich und sage viel Spaß. So, ja, hallo liebe Zuhörer auf Radio Okidok und natürlich auch die Gäste, die sich hier versammelt haben. Zu Beginn, bevor wir starten, werden wir eine kollektive Übung vollziehen, nämlich wir nehmen alle unsere Handys raus und stellen diese auf lautlos, weil das immer wieder mal vorkommt, dass es mal untergeht, dass ein Handyklang klingelt und das ist dann für den Vortragenden, für den Referenten sehr störend. Und wir dürfen uns jetzt freuen auf einen sehr, sehr interessanten Mann. Er selber bei seiner Kurzbeschreibung sagt über sich vom TV-Auslandsreporter zum Krisenberichterstatter und Krisenberichterstatter zum nordeuropäischen Wanderschaman. Wir dürfen uns freuen auf spezielle Gesänge und Klänge, schamanistische Klänge und es freut mich sehr, liebe Zuhörer und liebe Gäste hier im Marmorsaal, euch den nächsten Referenten ankündigen zu dürfen. Begrüßt mit mir mit einem kleinen Applaus Lars Kühne. Viel Spaß! Gerührt. Dankeschön. Jetzt muss ich mal eben euch ein bisschen positionieren. So. Grüß Gott. Kommen Sie doch herein. Ich werde nach dem ersten Gesang oder nach der ersten Frequenz ein bisschen was über mein Leben erzählen. Man hat mir jetzt mit dem Klaus, der Absprache mit Klaus Gatzel, ungefähr haben wir 45 Minuten. Ich habe jetzt keine Uhr hier. Ich bitte dann grob irgendwie mal, hier gibt es auch richtige, super, alles klar. Ich kriege Zettel vorgehalten, wie viel ich noch habe. Yes, machen wir. Bei den Schamanen gibt es so ein kleines Problemchen. Es gibt nämlich so zwei Arten von Schamanen. Das eine, das sind die aus verschiedenen Regionen dieser Welt kommen und in Steppen oder in Urwäldern das gelernt haben oder auch nur von sich sagen, dass sie es gelernt haben. Und dann gibt es die kommen von hier und die haben irgendwann mal Zusammenbrüche im Leben, wo es nicht mehr geht. Und dann suchen sie nach Wegen. Weil sie wissen, wenn ich so weitermache, werde ich wahrscheinlich in ein paar Jahren tot sein. Das nennt sich dann heutzutage Burnout. Und die fangen dann auch Wege zu gehen. Und dann ist es schwierig, welchen Weg geht man denn dann? Gehe ich jetzt zu einem Indianer und lerne es? Oder gehe ich zu anderen Menschen und hole mir da Rat und mache es selber? Bei mir war es, jetzt fange ich doch wieder ein bisschen an zu erzählen, ich bin manchmal so ein Laberkopf, ich bitte um Verzeihung und Mitgefühl. Bei mir war es anders. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Ich war über 20 Jahre beim Fernsehen als Redakteur und Reporter. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe viel Leichtes und auch Schmutziges gemacht. RTL, Pro7, Sat1, aber auch sehr viele Auslandsdokumentationen für die ARD und Arte. Habe lange in Südafrika gelebt. Und bei mir war es mit Ende 30 so lang, so weit, dass nichts mehr ging. Da bin ich zusammengebrochen. Und habe da mal sehr klar nachgedacht. Ich hatte relativ viel mitbekommen von anderen Wegen auf diesen Welten, weil ich halt dort gedreht habe, weil ich dort da war. Ich habe nicht gelebt, in Südafrika habe ich viel mitbekommen von den Sangomas, den dortigen Schamanen, aber das war nicht mein Weg. Und ich bin dann vor 10 Jahren zu einem Schamanen gekommen, der in der Eifel lebte, der Roland hieß. Und der hat eine schamanische Reise für mich getrommelt und da passierte dann etwas. Nämlich mein Blick wurde aufgemacht und ich wurde enttäuscht. Die Täuschung war gegangen und ab dem ging nichts mehr zurück. Nur habe ich danach
keine Ausbildung gemacht bei ihm, weil er sagte, seine Spirits hätten ihm gesagt, ich sollte meinen Weg alleine finden, was ich dann so gut wie es mir möglich war getan habe. Ich möchte das jetzt zusammenfassen, was diese Frequenz bedeutet, die gleich durch mich kommt und wo ich euch einfach einladen möchte, euch darauf einzulassen. In den meisten Fällen sind wir darauf gepolt, nach vorne zu gucken. Was macht der denn da? Was tut der denn da? Was ist denn da? Wechselt einfach mal von männlich auf weiblich und empfangt einfach mal kurz ein paar Minuten. Ich habe für mich eine Sache festgestellt. Alles ist immer nur meine Meinung, was ich sage. Und alle Wege, in die ich jemals reingerochen habe, alle Meditationswege, alle schamanischen Wege und auch alle monotheistischen religiösen Wege, haben letztendlich nur ein Ziel, nämlich einen Zustand zu erreichen, wo alles im Außen nichts ist und uns selbst zu erkennen. Die große Frage oder wahrscheinlich die wichtigste Frage, wer bin ich? Die beantworten zu können in diesem Zustand. Alles zielt genau darauf hin. Wenn es nicht darauf hin zielt, dann ist es nicht mein Weg. Ich möchte den aber nicht beurteilen. Es kam im Laufe der Zeit, kamen Wesenheiten, die ich getroffen habe, die nicht von hier waren und die mich angeboten haben, ihre Frequenz zu singen. Da möchte ich gleich noch was drüber erzählen. Aber jetzt erstmal für die ersten paar Minuten einfach mal da sitzen bleiben, vielleicht mal die Augen schließen und empfangen. Und mal schauen, was passiert. Es gibt keine Richtung, ich möchte auch nichts vorgeben, ich möchte keinen Atemrhythmus vorgeben, einfach nur aufs Herz. Konzentrieren. Wenn man nicht weiß, wie das geht, denken Sie einfach an jemanden, den Sie richtig gern haben. Dann ist das meistens schon das Herz.
Ich hatte vorhin schon mal kurz angedeutet, ich bin in Bochum im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich habe eine sehr normale Kindheit. Ich hatte keine kleinen Freunde, die ich sehen konnte. Ich hatte auch keinen Kontakt zu meinem früheren Leben. Also ich war definitiv kein Kristall- oder Indigo-Kind oder wie auch immer diese Kinder heute genannt werden. Sondern ich war ein kleiner, blonder Junge, der sehr verträumt war, der einige Dinge erfahren hat, die sehr schmerzhaft waren. Dazu gehörten lange Krankenhausaufenthalte, inklusive Festschnallen am Bett, sexueller Missbrauch und andere Dinge, die nicht sehr angenehm waren. Bronchialasthma, Hautkrankheiten, all diese Sachen. Bis zum Alter von 12 Jahren, an dem meine Mutter dann verstarb. Sehr plötzlich wegen eines ärztlichen Kunstfehlers. Ab diesem Moment war etwas anders. Und zwar glaubte ich nicht mehr den Geschichten. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Das war natürlich erstmal ein wütender Weg. Aber dieser wütende Weg hatte immer eines im Hinterkopf, nämlich was kommt nach dem Tod, was passiert damit. Und ich begann sehr früh alles zu lesen. Das Erste, was man mir gab, war natürlich die Bibel. Ich fand das ziemlich langweilig, bis auf 2 Geschichten. Ich möchte nicht gegen die Bibel hier reden, aber nur den 8-jährigen Lars aus Bochum hat es nicht wirklich interessiert, bis auf 2 Geschichten, die mich sehr, sehr berührt haben. Das eine war David gegen Goliath. Daraufhin baute ich mir dann selber eine kleine Steinschleuder und wurde relativ gut da drin, aber es kam nie zu einer großen Schlacht. Den Goliath habe ich nie getroffen, aber so die Bäume in unserem kleinen Wald im südlichen Ruhrgebiet, die konnte ich ganz gut treffen. Das zweite war ein Wort des Christus. Steh auf und geh. Das wollte ich. Einfach so. Und über die ganzen Jahre, als ich mich dann mit Heilung beschäftigt habe, wobei ich nicht so viel gemacht habe, ich habe mehr gelesen, als dass ich Ausbildung oder teure Kurse besucht habe, habe ich immer gesagt, das muss doch möglich sein. Falls es noch ein anderes Wort gab, was gesagt wurde oder was dort geschrieben habe, das, was ich gemacht habe, sollte er auch tun und mehr. Und in den vielen Traditionen, in die ich später reingerochen habe, war immer dieser Wunsch da, die Dinge besser zu machen. Aber ich wusste nicht, wie. Ich habe ein bisschen Kontakt gehabt mit Handauflegen oder sonstigen Sachen, mit Reiki. Aber da fehlte was. Das war nicht richtig. Ich habe irgendwann auch festgestellt, was es war. Ich war für mich nicht in der Ordnung. Ich fühlte mich schuldig, weil ich meinen Schattenanteil sehr, sehr gut kannte. Ich wusste immer noch, was ich war. Ich war nicht Licht. Das war ich nicht. Ich war wütend, ich war aggressiv. Ich war triebhaft, ich habe gesoffen, ich habe alles Mögliche an Drogen genommen in meiner frühen Jugend, um irgendetwas zu erfahren außerhalb meiner 2 Augen. Das war noch so ein Gefühl aus meiner Kindheit. Ich realisierte irgendwann, mein Geist ist in meinen Augenhöhlen gefangen. Das war schlimm und ich wollte rein. Letztendlich hat es erst die schamanische Reise und der Trommelrhythmus geschafft, mich da rauszubringen. Aber ich springe jetzt hier ein bisschen. Diese 20 Jahre beim Fernsehen, die waren recht turbulent. Die waren, soweit ich rückblickend sagen kann, für mich recht erfolgreich. Ich habe sehr gut Geld verdient. Wie gesagt, ich habe schöne Sachen gemacht und ich habe auch Schund gemacht. Man hat mich vorher gebeten, ein bisschen was auch darüber zu sagen. Ich fasse das immer in einem Satz zusammen, weil ich werde sehr häufig gefragt, wenn Sie so lange beim Fernsehen waren und jetzt das machen, dann haben Sie einen Einblick in beide Welten. Was kann ich denn glauben? Meine Antwort ist immer, nichts. Wir können nichts glauben. Wir können nichts glauben, was andere uns sagen, weil es nur deren Meinung ist. Letzten Endes sollten sie auch nichts glauben, was ich sage, weil es nur meine Meinung ist. Und wenn ich überhaupt einen Wunsch habe, die Menschen irgendwo hinzuführen, dann ist es wieder, sich selber zu erkennen und sich selber anzunehmen. Eine der wichtigsten Sachen, die ich selber erfahren habe, war ganz am Anfang einer meiner schamanischen Tätigkeit. Das fing sehr komisch an. Und zwar hatte ich einen Zusammenbruch. Damals habe ich fürs ZDF im Nürnberger Zoo gearbeitet, habe dort gedreht und ich brach zusammen. Mein Herz setzte aus, waren nur noch rudimentärste Schläge da, so wie ich es wahrgenommen habe. Und kurz bevor es zu Ende war, begann etwas wieder, was ich schon aus meiner Jugend kannte. Ich hörte die Dämonen wieder mich auslachen. Ich wusste, dass ich meine Gabe, meine Aufgabe nicht wahrgenommen hatte, sondern ich machte weiter. 2 Jahre vorher hatte ich die sogenannte schamanische Zerstückelung durchgeführt, in der man auf einer Reise in der Anderswelt sich zerhacken lässt, explodiert,
in Sternenstaub verwandelt und dann wird man wieder zusammengesetzt. Der Schamane damals hat gesagt, bist du dir sicher, dass du das willst? Und ich sagte damals schon, ja, ich habe keinen anderen Weg. Ja, das fühlt sich alles richtig an. Was das wirklich für Auswirkungen hatte, 2 Jahre später, wusste ich nicht. Weil er sagte zusätzlich noch, du wirst alles verlieren, was du hast. Und da kann ich immer nur sagen, Schamanismus ist super in und das ist schön und schamanisch tätig sein ist eine ganz wunderbare Sache. Aber sobald man sich bekennt zu einem Schamanentum, gibt es einen Preis dafür. Und die ich achte an Schamanen und Schamaninnen, haben alle diesen Preis gezahlt, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das ist jetzt auch keine Sache, dass ich sage, boah, das ist jetzt ganz furchtbar, ihr müsst jetzt und wow, 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 wir gehen hier den tollen Hero-Weg, wie Highlander, ganz im Gegenteil. Aber es gibt eine Hingabe an diese Sache und da unterstellt man erstmal seine persönlichen Ego-Wünsche dem Wohlergehen anderer Menschen. Und das kann ich für mich durchaus sagen. Innerhalb dieses Todeserlebnisses, was ich hatte und diesem Dämonengelächter, gab es eine Stimme, die zu mir sagte, wenn du dich so schlecht fühlst, wenn du es nicht tust, dann tu es doch einfach mal. Zusammen mit einem Bild in meinem Kopf, dass ich in einem Zelt sitze, das Zelt hatte ich schon als Schamane, arbeitete mit Menschen. Das war zu diesem Zeitpunkt völliger Schwachsinn meiner Meinung nach, weil ich hatte überhaupt keine Ausbildung. Ich konnte schamanisch reisen, ich hatte mein Krafttier, ich konnte so eine rudimentäre Extraktion machen, ich hatte schon schamanische Reisen zu Leuten mit Rückenschmerzen gemacht und hatte ihnen Speere aus dem Rücken gezogen, danach waren die Rückenschmerzen besser. Mehr nicht. Ich Schamane auf gar keinen Fall. Aber der Druck war so groß, es ging nichts mehr weiter, also habe ich gesagt, okay, das ziehe ich jetzt mal durch. Ich habe mir dann eine Woche drehfrei genommen beim ZDF und habe gesagt, ich gehe zelten in Sachsen, weil ich ein paar Leute, ich habe in Dresden eine Zeit lang gewohnt, hatte nun diese Vision und sagte, okay, wo arbeitest du denn im Zelt als Schamane? Hatte einen Freund angerufen aus Sachsen, da kannte ich die meisten spirituellen Menschen und sagte, kennst du irgendwo einen Platz, wo ich das Zelt aufstellen kann mit Zugang zur Dusche und Klo? Dass ich da arbeiten kann eine Woche. Und er sagte, ich höre mich mal um. Der rief mich am nächsten Tag an, sagte, ja, ruf mal die Dame da an aus bei Pirna. Da kannst du hin. Die hatte eine Woche vorher einen Traum, dass sie einen Schamanen im Zelt besucht und im Garten arbeitet. So begannen dann die Dinge, die Ereignisse dann ins Rollen zu kommen. Und bis heute kann ich nur sagen, alles das, was ich sage oder das, was in diesem spirituellen Bereich gesagt wird, hat für mich nur Hand und Fuß, wenn es sich irgendwann in der Materie manifestiert. Wenn ich es merke, es geht mir besser, der Schmerz ist weg, so. Ich kann mit diesen unglaublichen Sachen, ich persönlich, nichts anfangen. Ja, ich kann mit vielen Sachen, und ich möchte es nicht werten, vielleicht bin ich auch noch nicht so weit und komme da erst noch hin, vielleicht bin ich noch zu erdgebunden, aber ich möchte immer eine direkte Auswirkung hier auf dem Planeten, da wo ich bin, und nicht darüber reden, was ich vor 30 Leben war, und das war ganz geil, aber ich bin frustriert in meinem Job und meiner Ehe, und es gibt auch Sachen, jemand hatte mir gesagt, es wäre zwar das Leben, was sie führen würde, aber nachts wäre sie schon auf der Venus und ganz woanders, und das wäre alles ganz toll. Das mag auch alles so sein, das hat für mich keine wirkliche Bedeutung, sondern ich möchte meine Arbeit nur daran messen lassen, was mein Gesang, mein Tun bei den Menschen hinterlässt und was sie real fühlen. Alles andere ist Nonsens. Ich habe also diese Reise gemacht, diese erste Reise, die war sehr verrückt, ja, weil plötzlich mein Blick aufgemacht hatte. Also das, was schon Goethe gesagt hat, ist nämlich, dass sobald man ins Handeln geht, kommen erst diese Sachen, die wirklich einem auf dem Weg helfen. Und nicht vorher, dass man vorher die Sicherheit hat von, so muss es aussehen. Wir sind aber meistens so, dass wir sagen, okay, wir müssen Planungssicherheit haben auf 5 Jahre und dann können wir es machen. Meine Erfahrung des Lebens, gerade ganz aktuell, ist etwas komplett anderes, ohne zu wissen, wo es lang geht. Ich habe ein sehr, sehr heiliges Mantra für mich, das geht sehr einfach. Das ist, ich habe keine Ahnung mehr, aber ich sage ja zur schönsten Möglichkeit. Damit mache ich das Feld auf, damit beschränke ich das Universum nicht und bin offen für alles, was kommt, aber nur das Schönste. Ich weiß nicht, wie viele Wunder ich in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr, seit mir das wirklich bewusst geworden ist, nochmal, es ist nichts Neues gewesen, aber wo ich bewusst diesen Weg gehe, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, das ist in Ordnung. Und trotzdem fällt es mir zu. Also ich glaube wieder an den Zufall, ob das geplant ist oder nicht, ist es egal. Da sagen die Leute mal, es gibt keine Zufälle, sage ich doch, mir fällt etwas zu oder es wird mir in den Weg gerollt von mir aus. Diese Woche war sehr interessant, weil plötzlich wurde mein Blick aufgemacht. Etwas, was ich nicht hatte, was ich sonst nur in der schamanischen Reise hatte, hatte ich dann im Tagbewusstsein. Offensichtlich haben, wer auch immer, die Engel, die Spirits, die große Göttin oder der liebe Gott gesagt, der macht's mal, jetzt geben wir ihm mal ein bisschen Zuckerli, damit er weitermacht. Aber das war nicht die große Erfahrung, von der ich gerade reden möchte, sondern die wirkliche Erfahrung, die wichtig war,
Das war nicht diese Reise, es war eine Reise später, dass ich plötzlich in der Nacht Besuch bekam in meinem Zelt von einer sehr schwarzen Wesenheit, die mir Angst machte. Das war so eine derartige Fratze, ein Dämonengesicht, kam sehr nah zu mir. Ich habe gedacht, zu dem Zeitpunkt, hast du irgendwas übertreten? Hast du irgendwas im Ego gemacht heute? Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet mit Klienten und mir fiel nichts ein. Der war trotzdem da und ich hatte Panik. Nach einigen Minuten, gefühlte Stunden, ging er wieder. Am nächsten Tag wollte ich der Dame, das war eine ältere Dame, so eine Reiki-Meisterin, die hatte mich an die Ostsee eingeladen, dort das Zelt aufzustellen, wollte ich ihr das erzählen und sah dann das Yin und Yang-Zeichen bei ihr. Und da wusste ich, das war ich. Das war mein dunkelster Aspekt. Und von dem Moment passierte etwas, nämlich ich war angstfrei, weitestgehend. Es gibt Dinge, die mir sicherlich Angst machen, aber gerade die Auseinandersetzung mit Licht und Schatten, weil die meisten spirituellen, religiösen und esoterischen Lehren sagen immer, wir müssen gut sein, und das darfst du nicht, und da passiert etwas mit mir. Ich war nämlich plötzlich ganz, es war in der Ordnung, weil es mich zu etwas befähigte. Ich konnte nämlich zu den dunklen Schattenwesen, die ich vorher auch schon getroffen hatte, aber eher so ein bisschen so in ein bisschen Zurückhaltung und nicht so ganz mit vermischen, konnte ich mich einfach sagen, grüß Gott, hallo, ich bin auch von euch. Ich bin auch zu den anderen, aber so sind wir Menschen, wir müssen reden. Also aus einem Kampf, was ich sehr häufig finde bei vielen Religionen, es muss alles bekämpft werden, das Dunkle muss bekämpft werden, ging es in eine freundliche Mediation über. Und die bewahre ich mir bis heute. Und das ist Teil, und das ist der Grund, das ist die Grundvoraussetzung meiner gesamten schamanischen Arbeit. Nicht teilen, nicht besiegen, sondern integrieren und einen Weg offenbaren, der beides möglich macht. Und das ist der Weg. Ob das jetzt noch ein schamanischer ist oder ein buddhistischer oder ein urchristlicher oder ein gnostischer oder ein hinduistischer oder ein, ist mir letztendlich, entschuldigen Sie bitte, scheißegal. Ja? Es geht darum, dass wir aus zwei eins machen. Aus den dualen Gegensätzen wieder in einen Zustand kommen, der non-dual ist. Innerhalb dieser ganzen Auseinandersetzung passierte dann etwas. Das war für mich genauso verrückt wie für Sie vielleicht. Und zwar tauchten plötzlich Wesenheiten in meinem Zelt auf, die sich als Hathoren vorstellten. Hathoren wusste ich nichts drüber, außer von einem Freund, hatte ich vor Jahren mal gehört, von Hathoren und einem Amerikaner mit dem Namen Tom Kenyon, der diese Gesänge sang, dieser Wesenheiten. Er gab mir damals eine CD, ich tat sie ungefähr gefühlte 17,5 Sekunden rein, um sie wieder rauszuziehen und sagten, das ist totaler Blödsinn, das ist nichts für mich. Aber nun standen diese Wesenheiten bei mir im Zelt und berührten mich emotional und ließen mich Dinge fühlen, die ich vorher so noch nicht gefühlt hatte, nämlich einen Zustand außerhalb der Zweiteilung. Es ist keine Geschichte von mir, aber die möchte ich trotzdem an diesem Punkt einmal erzählen. Es ist eine Geschichte, die Tom Kenyon erzählt hat mal. Und zwar sagte er, dass eine andere Sternenrasse, die Arcturianer, die Hathoren mal getroffen haben zu Anbeginn der Zeit, als sie gebeten haben, hier auf uns Obacht zu geben, auf die Entwicklung der Menschheit. Und sie waren sehr erstaunt, dass diese Hathoren-Schiffe, diese Lichtschiffe oder diese Energiewolken keine Verteidigungsmechanismen hatten. Und sie fragten, warum habt ihr denn nichts zum Verteidigen an euren Schiffen? Und sie sagten, wieso? Ja, wenn ihr denn mal angegriffen werden würdet. Oder werdet. Und sie sagten, wir können uns aber nicht daran erinnern, es geschieht nicht. Ja, aber was wäre denn, wenn? Dann würden wir die Dimensionen wechseln. Und ich mag das. Ich mag genau diesen Ansatz. Ja? Ich bin der festen Überzeugung, dass es einen Zustand gibt, den jeder erreichen kann, sehr schnell, wenn er sich darauf einlässt, der diesen Zustand erreicht, wo er für Konfrontation nicht mehr zu haben ist. Ich weiß nicht, ob ich darauf vorbereitet wurde mein ganzes Leben lang, das ist mir nicht bewusst, aber ich kann eine Sache sagen, ich war eine echt ziemliche Sau in meiner Jugend, aber ich habe nicht eine Schlägerei gehabt, ich bin nie, also weder erst ich aggressiv war, ich war wütend, aber ich bin auch nicht geprügelt worden, niemals. Das heißt, ich gehe völlig frei durchs Leben, die ganzen Jahre in Afrika, die Dreharbeiten in den Kriegsberichten, in den Kriegsgebieten, in Afghanistan, und ich bin immer rausgekommen. Es ist nie etwas passiert, weder mir noch meinem Team, während andere dann nicht mehr auf dem Rückflug saßen im Flieger und sagen, was ist mit denen? Ach du Scheiße, die waren das ja, ja, die mal eben weggemacht wurden. Mir ist nie etwas passiert. Ich möchte das nicht beschreien, dass es so bleibt, aber zumindest ist es ein sehr, sehr schönes, ruhiges Gefühl, das ich habe.
Das erstmal dazu. Das ist so meine Grundintention, die ich weitergeben möchte. Letztendlich ist der Weg, ob man ihn schamanisch nennt oder nicht, ein namenloser Weg. Weil diese ganzen Namen, ich bin Christ, ich bin Buddhist, ich bin Schamane, ich bin aus der Tradition, aus das, ist letztendlich nur eine Einteilung und eine Abgrenzung. Das heißt, ich bin anders von den anderen. Es gibt Unterschiede auf diesem Planeten, ohne Frage, auch von Licht und Schatten. Aber letztendlich, wenn wir zu einem bestimmten Bewusstseinszustand kommen, ist alles eins. Und ich halte den Menschen für das außergewöhnlichste Wesen, was es gerade gibt, derzeit in dem wahrscheinlich uns bekannten und allen anderen bekannten Universen. Denn wir haben etwas, was die anderen nicht haben. Wir wissen, wie es im Dunkeln ist. Wir wissen, wie es alleine ist. Wir wissen das. Wir können mit so ziemlich allem Mitgefühl haben, was es gibt. Nehmen Sie sich eine Mordgeschichte und es erklärt Ihnen jemand die Kindheitsgeschichte des Mörders, sonstiges, und Sie kommen zu etwas. Es gibt ganz, ganz wenige Energien, wo wir nicht reingehen können über unser Mitgefühl, ob wir jetzt spirituell aktiv sind oder nicht. Ja, das hat dann was mit Kindern zu tun zum Beispiel. Da gibt es dann meistens kein Verständnis und das ist auch für mich schwierig, nicht unmöglich, aber ich möchte das nicht so lapidar hin, und das sind so die Sachen, wo es nicht geht. Aber alle anderen Sachen haben wir. Wir können das vereinen über unser Herz, über Mitgefühl, und das ist eine höchst heilige Angelegenheit für die Wesenheiten des Universums. Zumindest sagen sie mir das jedes Mal. Also warum sind wir da? Warum sind wir über diesen ganzen langen Zeitraum aus dem Licht verdichtet runter hier auf die Erde gekommen? Ich habe dazu eine Meinung. Das Universum ist gespalten. Und diese Spaltung ist nicht wiederherzustellen von den Wesen, die in dieser höheren Spaltung sind. Sie sind nur herzustellen von Wesenheiten, die beides tragen und sich wieder bewusst werden, wann und wo die Reise mal begonnen hat. Nämlich nicht in einem geteilten Zustand, sondern in einem Einheitszustand. Das klingt immer sehr verrückt, aber immer wieder höre ich von Leuten, wenn sie die Gesänge hören, wenn sie da sind, wenn sie sich darauf einlassen, auf diese Frequenzen, dass sie ein Gefühl haben, was ähnlich ist. Und das freut mich dann sehr. Auch bezüglich dieses, was ist Aufstieg, was ist ein Dimensionswechsel und wann holt ihr uns hier bitte ab? Kann ich ja leider nur sagen, ich glaube gar nicht. Sondern alles das, was ich höre von anderen Wesenheiten ist, wir warten auf euch. Es ist alles bereitet. Ihr seid frei von Schuld, ihr seid frei von Bestrafung. Ihr musstet das alles erfahren, Täter, Opfer und. Also steht endlich auf und geht. Jetzt komme ich wieder zu dem ursprünglichen Christussatz und sage ja. Ja. Also nochmal zusammenfassend, und dann, wenn ihr Lust habt, oder wenn Sie Lust haben, können wir gerne eine kleine Meditation machen, eine kleine schamanische rituelle Arbeit, aber da möchte ich einfach noch ein Nicken dann hören, wenn Sie das wollen. Ja, ansonsten kann ich auch weiter noch ein bisschen reden. Ich glaube nicht an Hierarchien. Ich glaube nicht an alte und junge Seelen. Ich glaube an eine kleine Bewusstheit oder andere Wege, die gegangen wurden. Aber an mehr glaube ich nicht. Insofern glaube ich aus tiefstem Herzen an die Einheit des Lebens. Und einen Bewusstseinszustand, den wir einnehmen können, indem es keine Konfrontation gibt, weil es nicht in uns ist. Ich könnte jetzt noch ziemlich viel darüber reden, aber ich habe jetzt gerade gehört, wir haben ungefähr noch 10 Minuten. Klaus, prügel mich bitte nicht, wenn es 12,5 werden. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal eine kleine Ablöse, ein kleines Ablöseritual, ausgehend von der Überlegung, was traumatisiert uns. Jeder von Ihnen hat ein Problem mit den Eltern oder mindestens einem Elternteil. Und sagen Sie mir nicht, das war alles super. Und dann gibt es andere Menschen, die auch noch was hinterlassen haben, dass wir nicht richtig sind oder nicht gut genug oder sonst irgendwie. Die ehemalige Katze, die einen traumatisiert, habe ich eher selten gehört. Es gibt Verschmutzungen, die uns traumatisieren, und es gibt Seelenanteile, die wir nicht mehr haben. Und wenn Sie erlauben, dann würde ich Sie einfach mal durch eine kleine Abfolge von rituellen Handlungen führen, die mit Gesang begleitet sind und Dingen, die ich sage. Ich spreche in der Ich-Form, dass Sie, wenn Sie wollen, ich möchte es nicht unter Wir machen, weil ich Ihnen nichts aufdrängen möchte, ich spreche in der Ich-Form, und Sie können das einfach für sich mitmachen.
Und dann schauen wir mal, was passiert. Ist das in Ordnung? Ich höre nichts. Ich sehe nickend. Okay. Wieder eine entspannte Position einnehmen. Seid ihr heilig. Auch wir, eure Kinder, machen es so gut wie wir können, auch wir sind heilig.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen noch bestehen oder man mit mir reden möchte, können wir das gleich draußen machen. Ja. Dankeschön, Lasgun Sherman Cross, hier heute beim Medienfestival. Dankeschön von unserem Team aus, von OKTalk. Wir gehen jetzt weiter und machen eine kurze Pause. Legt euch ein bisschen zurück. Als nächstes kommt und aus Vorarlberg heute schon angereist. Unser Medicine Turtle ist schon angekommen. Wird um 19 Uhr hier seinen Vortrag herhalten. So, und nun werden wir ein wenig Musik machen und ich freue mich. Und wir melden uns in Kürze. Dankeschön. You don't.